1609,344 Meter sind exakt eine Meile. Und diese sogenannte letzte Meile ist oft die größte Herausforderung. Wie man das in Zukunft besser lösen kann, schauen wir uns heute in Bruchsal am Projekt Last Mile City Lab an. Um den Lieferverkehr für die Pakete vor allem zu reduzieren, braucht es nach unserem Dafürhalten das Thema von Quartierdepots, wo Güter für einen Stadtteil gesammelt werden und dann spezifisch für die Empfänger ausgeliefert werden. Sodass es nicht mehr notwendig ist, dass zu einem Empfänger fünf verschiedene Lieferdienste fahren, sondern nur einer und der bringt auf einen Moment die fünf Pakete. Wir wissen alle, auf welchen grundsätzlichen Strukturen CAP-Dienste funktionieren. Und wenn diese natürlich aus den Innenstädten herausgeholt werden, dann werden natürlich möglicherweise auch neue Arbeitsverhältnisse entstehen, die ja heute unter den Bedingungen ja nicht wirklich optimal sind. Wir möchten in dieser Nische Güterlogistik innerhalb Bruchsal in unterschiedlichen Quartieren unterschiedliche Technologien einsetzen und damit den Städten zeigen, dass es Lösungen gibt, in diesem Fall eben Outdoor und möglicherweise eben mit Volocopter und Volodrone sozusagen auch in der Luft, das heißt der Gütertransport über die Stadt und dann die Verteilung direkt vor Ort über die Roboterfahrzeuge. Auf der grünen Wiese wird dieses Jahr das Quartiersdepot gebaut. Dieses Quartiersdepot dient dazu, dass dort die CAP-Dienste anfahren, ihre Pakete deponieren. Dort findet dann der Umschlag auf die Roboterfahrzeuge statt, die dann auf diesem Gelände, auf dem Efeu-Campus, die Pakete entsprechend in die Wohnhäuser ausliefern. Wir dürfen uns gar nicht auf die Technologie versteifen, sondern wir müssen sehr stark eben die Bedürfnisse des Einzelnen, man spricht ja heute von User Experience, das heißt, was erwartet der Kunde, wie muss man den Kunden entsprechend angehen und das muss eben in Prozessen abgebildet werden und nicht in Technologien. Die Menschen lassen sich begeistern, sie sind interessiert und die erwartete Ablehnung ist eigentlich nicht spürbar, sondern eher eine Zustimmung, die generationsübergreifend sich abzeichnet. Wir haben Leute, die sich beteiligen wollen, finanziell an der GmbH, die das aufbaut. Wir haben, finde ich, die schönste Aussage, dass einer da steht und sagt, dann bin ich ja stolz drauf, dass ich in einem Stadtteil wohne, wo etwas weltweit Neues richtig gehend entwickelt und auf die Straße kommt. Heute haben wir gesehen, was technisch in der Zukunft alles möglich ist. Aber Technik ist eben auch nicht alles. Und wie unsere Reise weitergeht, das sehen wir gleich.